Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, wir machen heute den dritten Teil von der Baroness-Rennstrecke und ich hoffe, es dauert jetzt hier nicht mehr zu lang, nicht, dass wir hier auf 10 Teile oder so kommen. Und ja, ich bin gespannt, wie weit wir kommen und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Video. So, okay, ihr Lieben, also ich stehe jetzt hier schon wieder hier bei der Linda. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt hier wieder mit der Linda. Okay, jeder, den wir eingeladen haben, ist gekommen. Das heißt, es ist Zeit, unseren Plan zu enthüllen. Wir kriegen das hier hin, Abigail. Ich treffe dich unten an der Rennstrecke. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal hier runter zu der Rennstrecke. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf das Rennen. Ich hoffe, wir bekommen dann hier auch, ja, stopp, einige Erfahrungspunkte. Ich sammle mal eben noch diesen Müll hier mit auf. Zack. Gut. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns bei der Rennstrecke. 1:37 später. Oh, hoppala, da kam jetzt hier die Szene hier direkt reingeflattert. Ja, hallo zusammen. Wow, das sind wirklich mal eine Menge Leute. Zuerst möchte ich euch allen danken, dass ihr gekommen seid. Das bedeutet uns viel, nicht nur der Baroness, sondern allen auf Jorvik. Wie wir alle wissen, ist die Rennstrecke der Baroness schon eine ganze Weile in diesem Zustand. Natürlich kann man hier schon herumreiten, aber wie unglaublich wäre es, wenn wir alle zusammenarbeiten, um etwas ganz Tolles hier rauszumachen. Mit ein wenig Anstrengung und einer Menge Teamwork können wir diese Rennstrecke in etwas verwandeln, auf was wir alle stolz sind. Da bin ich mir ganz sicher. Also, wer ist dabei? So, okay, juhu! Packen wir es an. Großartig. Können wir uns heute eine Pause, um für den großen Tag fit zu sein. Leute, wir treffen uns morgen früh hier. Ich glaub's nicht. Jetzt ist hier bestimmt der Tagesblock. Oh nee, oder? Also das lief besser, als ich erwartet hatte. Ich freue mich wirklich auf morgen. Komm gern vorbei, wann immer dir danach ist. So, na gut, das war's dann mit dieser Folge hier. Und ja, ich würde sagen, das sehen wir uns dann im nächsten Video. Okay, das war natürlich bloß ein Scherz. Ich werde mal den Tag jetzt hier überspringen, weil das jetzt völliger Blödsinn jetzt hier. Ach, ich ärgere mich, hätte ich doch in der letzten Folge einfach noch ein bisschen weitergemacht. Naja, gut. Okay, ich würde sagen, ich überspringe mal eben den Tag und dann geht's weiter. Okay. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ah, ich habe jetzt den Tag hier übersprungen und jetzt sieht das hier irgendwie komplett anders aus. Ich mache mal kurz ein Foto. Oh, meine süße Abigail. Gut, okay, ich würde sagen, wo ist denn jetzt das Ausrufe? Moment, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin verwirrt. Dahin, oder? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, hier ist Linda, genau. Oh, hier gibt es sogar ein Podest. Hä, war das vorher schon? Ich weiß irgendwie nicht. Das sieht irgendwie gut aus. Oh, wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz hier hinter gucken. Was ist das denn? Hier kann ich mein Pferd reinstellen, oder wie? Oh, das ist ja mega. Das ist irgendwie, das sieht irgendwie gut aus, oder? Ja, naja, mal sehen. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Okay, willkommen zurück, Abigail. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind die Dinge wirklich ins Rollen gekommen. Komm, ich zeig dir, was schon passiert ist. Okay. Oh, jetzt möchte ich die Strecke hier ausprobieren. Die Rennstrecke nimmt langsam Form an. Sieht ihr die, was? Sieht ihr den, hä, was? Ach, Staketenzaun um die Rennstrecke. Was ist denn ein Staketenzaun? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und die Rennstrecke an. Ist der nicht schön? Ja, der ist sehr schön. Okay, Björn und Agneta haben bei der Gestaltung des Geländes wirklich tolle Arbeit geleistet. Oh, das ging ja rasend schnell hier. Oh, das ist aber schön. Okay, die Haupttribüne ist fertig. Dank der Hilfe der Jorvik Rangers. George hat viele handwerkliche Freunde. Die haben Holz aus Nebelfall und Muskelkraft aus den Wildwoods mitgebracht. Und sieh mal, wie hübsch der Stall jetzt aussieht. Meteor hat sogar seine eigene Pferdebox bekommen, in der er warten kann, während wir arbeiten. Er ist ganz happy mit seinem Heunetz.
Ich glaube, so langsam wird es was. Gar nicht mag hart arbeiten, aber die Leute auf Jovik arbeiten härter. Moment mal, was macht er denn hier? Wartet. Jetzt müssen wir mal da. Oh, jetzt müssen wir mal dahinter. Was passiert hier? Oh je. Oh nee, der Herr Campbell. Was will der denn jetzt hier? Ha, jetzt fangen die Bauern und Pferde nachher also an zu arbeiten, wie die Ameisen. Vielleicht sollte ich ein paar von ihnen anheuern. Aber andererseits mag ich das nicht, wenn mein Arbeiter Eigenverantwortlichkeit zeigen. Die Einwohner Jorviks versuchen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, wie Goldig. Oh Gott. Ihr spielt hier mit dem Feuer. Ich sage euch, eure Versuche, die Rennstrecke wieder in Betrieb zu nehmen, sind absolut zwecklos. Diese armselige Ausrede für eine Rennstrecke liegt an der Grenze zu GED sanktioniertem Land. Wenn ihr diese Grenze nur um einen Grashalm überschreitet, können wir das Eigentum an allem beanspruchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land in die Hände der GED fällt. Und dann werde ich etwas Großartiges daraus machen. Ein Schwimmbad hier, ein Golfplatz dort und keine einzige Pferdewiese in Sicht. Ha. Sehen wir mal, wie lange diese Scharade noch anhält. Ich werde wiederkommen, um mich weiter an euren armseligen Bemühungen zu wenden. Oh Mann, der Typ regt mich so auf. Okay, sprechen wir lieber mit der Linda. Huh, was für ein Mistkäfer. Irgendetwas sagt mir, dass er üble Pläne schmiedet. Wie sollen wir. Wie, was? Wir sollten ihn im Auge behalten. Ah ja, okay. Gut. Okay, nun ja, anders als Herr Campbell haben wir Arbeit vor uns. Bist du bereit für eine kleine Mission im Westkap Fischerdorf? Ah, oh, warum denn jetzt Westkap Fischerdorf? Oh, jetzt müssen wir ins Westkap Fischerdorf, um ein Paket zu holen. Anscheinend liegt am Steg in Westkap, ja, bla bla, ein Paket für die Baroness. Sie hat nichts bestellt, ist wohl ein Geschenk und so weiter und so fort. Okay, vielleicht hat das auch etwas mit dem Aufbau der Rennstrecke zu tun, wie dem auch sei. Jemand muss hin und es holen. Es ist wahrscheinlich nicht allzu groß. Ich schätze, Rainfall kann es problemlos transportieren. Ich rede in der Zwischenzeit mit allen und frage, wie die Dinge laufen. Wenn es Probleme geben sollte, ruf mich einfach an. Bis später. Bla bla bla. Ja, jetzt müssen wir wieder los. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Westkap Fischerdorf. So, okay, ihr lieben Leutis. Ja, ich erzähle Quatsch. Okay, ich würde sagen, wir holen jetzt mal hier das Paket. Oh, was ist denn das hier für ein Dreck? Das hier für ein Dreckbatzen hier unten. So, ja, da drüben. Oh Gott. Hi. Okay, Tagchen, Landkrabbe. Na, wie hast du da, was? Oh, ihr Lieben, ich bin ja verwirrt. Also nochmal. Na, wie hast du. Was? Ich kann das nicht lesen. Was steht da? Na, wie hast du keine Crew? Hä, was ist das denn für ein Satz? Das irgendwie verwirrt mich das. Okay, sag mir nicht, du hättest vor, diesen Riesencontainer auf dein Pferd zu hieven. Das wird nämlich nichts. Hä? Was ist das Riesending hier? Was auch immer da drin ist, wiegt eine Tonne, als wäre es ein Piratenschatz aus massivem Gold oder sowas. Haha. Auf dem Versandetikett steht kein Absender und nix. Also habe ich keine Ahnung, woher das kommt. Das hat doch nicht etwa mit der Wiedereröffnung der Rennstrecke der Baroness zu tun, oder? Nee, also ich würde Verstärkung rufen, wenn ich du wäre. Und mach hin, das Ding versperrt den besten Angelplatz im Dorf. In 10 Minuten steht ganz Golden Hills hier der Schlange, um seinen Angel auszuwerfen. Ach, keine Sorge, Verstärkung ist unterwegs. Ach, das ist ja ein. Oh, es kommt. Dieses Auto. Oh, das sieht ja komisch aus. Das sieht irgendwie hässlich aus. Sorry. Okay, Kim. Dieses Auto. Okay, Kima Steel geht zu Diensten. Bereit mit ihren treuen Geländewagen den Tag zu retten. Das ist ein komischer Geländewagen. Jetzt steht das da oben drauf. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Jetzt steht das da so da drauf. Auf diesem komischen Auto. Okay, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Gut, dass du mich um Hilfe gebeten hast. Das Ding ist ja riesig. Ich stelle natürlich nicht die herausragende
Tragkraft von Rainfall hier in Frage, aber für manche Dinge sind wir Räder und verstärkter Stahl doch die bessere Wahl. Ey, das ist wie so ein Witz hier. So. So, okay. Ich übernehme dann mal, Abigail. Du solltest schon zur Rennstrecke zurückkehren. Da geht das schon richtig rund. Will die das jetzt so transportieren? Das sieht so doof aus. Schaut euch das mal an. Okay, Schluss. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der Rennstrecke. So, okay, ihr Lieben, ja, wir sind jetzt hier wieder bei der Rennstrecke und da wartet auch schon die Linda. Hallo nochmal, ich habe Kima gebeten, so schnell wie möglich zu dir zu kommen. Das muss ja ein Riesending sein. Oh. Oh, das ist ja mega. Gut, dann sprechen wir wieder mit der Linda. Es gibt noch ein paar Dinge zu tun, ehe wir die Rennstrecke eröffnen können. Okay, triff dich mit Linda, für den Bounty eine Rennstrecke zu machen. Hm. Neuer Tag, neuer Plan. Nee, okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ich höre erstmal auf an der Stelle hier, sonst wird das irgendwie zu lang. Das Video wird sonst generell irgendwie zu lang. So, okay, da, ich denke mal jetzt, ja, da sind wir bestimmt dann bei 4 Teilen oder so. Man hätte es auch auf 2 Teile machen können. Oh, das sieht hier mega aus, das Pferd. Ja, jedenfalls, dann wären die Folgen halt ja länger gewesen. Deswegen auch. Ich mag es halt dann doch lieber etwas kürzer. So, okay, also wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was enough.